Spurensuche. Lassen sich übersinnliche Phänomene nachweisen? Um dieses Thema soll es in unserer Sendung gehen. Bei mir ist Frank von der Paranormal Research Group Hamburg. Frank, womit genau befasst sich die Paranormal Research Group? Also wir beschäftigen uns mit paranormalen Phänomenen eben halt. Wir versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Wir sind bei Hilfesuchenden zum Beispiel, die meinen, dass sie Gespenster oder Geister oder sowas zu Hause haben. Versuchen dort durch Ausschlussmessung eben halt der Basis zu finden, ob es sich wirklich um Phänomene handelt, also die man als Spukphänomene eben sich betitelt, oder ob das sich um weltliche Einflüsse eben halt dort handelt. Also wir untersuchen im Endeffekt diese Spukfälle. Das heißt, wenn bei mir zu Hause unheimliche Dinge passieren, dann kann ich euch anrufen und euch um Hilfe bitten. Genau, richtig. Also ich muss dazu sagen, wir machen das privat und entgeltlich eben halt. Wir sind eine Interessengemeinschaft von 6 Leuten und man kann uns eben halt per SMS, wir haben auf unserer Homepage zum Beispiel auch die SMS-Kontaktnummer oder eben halt über das Geistern.com-Forum kann man uns erreichen und wir melden uns dann und gehen eben aus der Sache an. Frank, womit befasst sich die Paranormal Research Group? Wir befassen uns mit Spukphänomenen. Das heißt also, wir gehen zu Betroffenen oder an Orte, wo es angeblich spukt und versuchen erstmal durch eine Ausschlussmessung auszuschließen, dass es sich um weltliche Sachen handelt. Und wenn nicht, dann gehen wir diesem Spuk auf den Grund. Also wir versuchen dort auch technisch, wissenschaftlich, skeptisch eben halt zu analysieren, ob es sich um ein Phänomen handelt oder nicht. Mit welchen Untersuchungsmethoden geht ihr vor? Wir machen technische Messungen. Wir sind dabei sehr skeptisch, muss ich dazu sagen. Also wir distanzieren uns zum Beispiel von Ouija-Board, wir distanzieren uns von Wünschelrouten, sowas setzen wir alles nicht ein. Gläserrücken, das sind Methoden, mit denen wir auch nichts im Hut haben. Wir nehmen uns den jetzigen Stand, muss ich dazu sagen, an Gerätschaften, um energetische Messungen durchzuführen. Das heißt, wir machen Elektromagnetfeldmessungen, wir machen Temperaturmessungen, wir haben auch Kameras im Einsatz. Wir filmen viel im Dunkeln, im Infrarotbereich, um Reaktionen zu sehen eben halt. Das heißt also, das läuft nicht so à la Ghostbusters bei euch? Ja, also mit Amerika und Hollywood hat das nicht mehr viel zu tun. Das ist wirklich also was ganz, ganz anderes. Also jetzt auch die ganzen Begriffgebungen, was es da gibt und sowas, das hört sich alles verdammt kompliziert an, ist das eigentlich nicht. Man kann sich da auch informieren, wenn man sich vernünftig informieren will. Kann man zum Beispiel unsere Homepage besuchen. Was war bei euren bisherigen Untersuchungen denn so das eindrucksvollste Phänomen, das ihr beobachtet habt? Ja, also wenn wir denn schon Phänomene aufgenommen haben, ich bin aber ein bisschen vorsichtig, war das zum Beispiel in Zeiten eines historischen Gebäudes, das waren alte Gewölbe eben halt, dort haben wir ein richtiges Poltern gehabt. Wir haben auf Klopftest, das heißt also, es wird auch mal gerne genommen, man klopft einfach und spricht was in den Raum und wartet auf eine Reaktion, ob ein Klopfen zurückkommt. Da haben wir wirklich mal eine Reaktion drauf gehabt, ein Klopfen zurück, obwohl es konnte keiner klopfen. Im Endeffekt ist eine Möglichkeit eben halt. Aber das Tollste eigentlich, das war ein EVP, also das heißt ein Tonbandmitschnitt, Transkommunikation nennt man das Ganze. Dort hatten wir über eine Kamera, die mitlief, eben halt bei Testvorbereitungen auf einmal 2 fremde Stimmen drauf, die gar nicht da sein konnten, weil wir nur zu zweit waren eben. Und da fragt man sich schon, da geht irgendwas nicht richtig mit welchem Ding zu. Frank, du hast uns auch das EVP mitgebracht. Hören wir doch einfach mal kurz rein. Jetzt kannst du aber gar nicht mehr deine Frage lesen. Wann und wo ist diese Aufnahme denn entstanden? Das war bei Vorbereitungen zu einer Untersuchung bei einer Bekannten, die vermeintlich mal einen Schatten gesehen hat. Und wir waren gerade dabei, eben halt Geräte zu verteilen, das Licht auszumachen. Und wie man hört, ich hatte die ganze Woche Zeit, nicht meinen Text bei diesem Sit-Down, also beim Niedersitzen dort, auswendig zu lernen. Ich wollte Fragen stellen in den Raum und habe sie mir aufgeschrieben. Bloß im Dunkeln kann ich natürlich meine Fragen nicht lesen. Und prompt kommt diese Stimme eben halt, jetzt kannst du ja gar nicht mehr deine Fragen lesen. Also das finde ich schon ziemlich nahegehend. Also wir hatten das am Anfang gar nicht so mitbekommen, dass es auf dem Band war eben. Und wir waren definitiv zu zweit nur da oben eben halt in dieser Wohnung. Im zweiten Teil dieses EVPs, was man klipp und klar hört, ohne Rauschen, ohne alles, als
meine Bekannte eben halt sagt, dass sie die Fenster schließt, jetzt macht sie meine Fenster zu. Das ist auch wieder eine ziemliche Ansage eben halt, und wir wissen bis heute eben halt nicht, also es war nicht der Spuk, der dort irgendwie bei ihr ist, sondern das war wohl irgendwas, was zu uns gehört im Endeffekt. Wir haben die Paranormal Research Group ein Wochenende lang bei ihren Untersuchungen begleitet. Was wir in den Beelitzer Heilstätten gemeinsam erlebt haben, sehen Sie jetzt. Wir befinden uns jetzt hier in der Frauenheilstätte. Wir sind in den Baderaum reingegangen, weil wir dort vorhin einen Schatten gesehen haben und haben dort jetzt einen MP3-Player hingelegt und liegen lassen, um zu gucken, ob wir irgendwelche Stimmen halt aufnehmen, und sind mit unserem Temperaturmesser halt einmal durch den Raum und haben festgestellt, dass die Temperatur konstant bei 3 bis 4 Grad bleibt und keine elektromagnetischen Felder halt existieren. Also in der Hinsicht das erstmal abgeklärt. Ich war das jetzt. Okay. This is an EMF meter. Misst elektromagnetische Felder in einem Wechselstromkreis. Das heißt, wenn hier Strom angeschlossen würde und man würde Fernseher hier haben oder Computer, damit kann man diese Elektrosmog messen. Wir haben aber hier keinen Strom. Trotzdem, gerade eben, es fing hier unten an, diese kleine Nadel hier, zu zittern. Und da bin ich nachgegangen, habe diese Signal immer weiter verfolgt, und auf einmal hat es einen Aufschlag gemacht. Das ist, was wir wollen, was wir sehen wollen, weil hier kann es das eigentlich nicht geben. Hier ist kein Strom angeschlossen im gesamten Haus. Kein Wasser ist angeschlossen. Es gibt keinen Grund für ein elektromagnetisches Feld hier im Haus zu sein. So, und das suchen wir hier im Haus. Machen wir mal einfach weiter. Okay. Also machen wir Klopftest. Mal gucken, ob Klopfen wird rausgeantwortet. Soll das eine Antwort sein oder ist es Wasser? Ich klopfe nochmal. Nee, das ist Wasser. Das kann man passen.
passend eben. Ne? Ja, schon, ja. Okay. Also was wir hier jetzt machen wollen, ist, wir wollen ein EVP aufnehmen erstmal. Das heißt, wir lassen den Rekorder laufen und stellen Fragen in den Raum und mal schauen, ob wir dann nachher irgendwas drauf haben. Die Geräte hier sind zum, die messen elektromagnetische Felder und das ist halt der Sensor und wenn der jetzt anschlägt, dann fängt das hier an zu blinken. Weil die Theorie besagt ja, dass sich die Feinstofflichen halt Energie aus der Umgebung ziehen und dadurch dann halt anschlagen. Ja, hier oben haben wir im ersten Stock der Frauenheilstätte jetzt mal ein Versuch aufgebaut. Und zwar haben wir drüben eine Infrarotkamera, die im Stockfenster dann Aufnahmen macht. Und wir wollen gucken, ob in diesem Gang im Endeffekt Reaktionen stattfinden. Das sind alles EMF-Detektoren. Wir hätten auch einfach Sensoren nehmen können, ein Kabel und zu einem großen Empfängergerät schicken können. Dafür bräuchten wir aber Strom, das ist ein Laborgerät, das ist im Detail teuer und das ist die günstige Variante. Dann nehmen wir einfach EMF-Checker, die messen Milligos im niederfrequenten Bereich, bis 30 Milligos eben halt. Und das ist wie ein kleiner Vorhang. Wenn hier irgendwas durchfliegen sollte, was beweglich ist, am Magnetfeld, wird es eigentlich erfasst hier im Bereich. Unten haben wir ein bisschen Move-Test noch. Dort haben wir zwei Tischtennisbälle, die können nicht wegrollen. Hier haben wir hier auch so eine Cola-Deckel gepackt, weil hier kann Wind sein, es passiert nichts. Genauso wie das Kreuz, das ist sehr schwer. Das ist auch eine Skizzierung hier abgelegt eben halt. Das lässt man hier einfach mal so ein, zwei Stunden in Ruhe und alleine und kommt nach zwei Stunden wieder hier hoch, nimmt die Kamera und kann dann eben halt sehen, ob hier Reaktionen waren oder nicht und ob sich irgendwas bewegt hat. Auch wenn Tiere hier rumlaufen, man hat es dann auf Kamera eben halt, wenn hier irgendwas war. Ja, das zu diesem kleinen Testfeld. Diese feine Wahrnehmung oder Gabe, wie man immer sagt, die besitze ich seit meiner Kindheit. Ich kenne das gar nicht anders. Ich bin damit groß geworden und musste mich irgendwann erst damit auseinandersetzen und lernen, damit umzugehen, mich manchmal auch etwas abzuschirmen von diesen feinen Wahrnehmungen. Wenn jemand zu mir kommt und mich darauf anspricht, ob ich Kontakt zu Geistwesen, zu jenseitigen Personen herstellen kann, dann muss ich im Vorfeld nichts wissen von meinem Gegenüber. Ich muss auch nichts wissen über den Gegangenen, über den Verstorbenen. Weil alles, was ich wissen muss und was mein Gegenüber wissen möchte und erfahren möchte, erhalte ich als Information in der sogenannten Sitzung, die man dann macht. Und den Kontakt stelle ich ja, indem ich mich praktisch auf die jenseitige Welt, auf die geistige Welt konzentriere. Also das ist praktisch wie auf einer zweiten Ebene, tun sich dann weitere Bilder auf und ich sehe auch die Landschaften, die Natur, alles, was dazugehört. Ich nehme sie natürlich auch als Gefühl wahr, als Schatten auch. Und auch natürlich als Form von einem Hauch oder so, das ist unterschiedlich. Und indem ich praktisch Empfindung oder Schwingung, wie man so sagt, auch mitbekomme von meinem Gegenüber, von den Mitmenschen, in dem Umfeld, in dem ich mich bewege oder auch von Gebäuden. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Räume das sind, was hier drin genau passiert ist. Ich frage noch nicht. Da bekomme ich einen Mann, der sieht wesentlich älter aus, als er war. Er sitzt in einem Behindertenstuhl. Also vielleicht war es früher auch mal ein Rollstuhl. Es ist ein Stuhl mit Stützrädern dran. Es sind so viele hier. Es sind so viele hier und ich möchte den Kontakt nicht auch nur, weil da gibt es extra auch Seelenrückführungen, die man machen kann, aber dazu sind hier zu viele Seelen. Mehr Seelen, also nicht nur eine Seele, sondern es sind mehr Seelen. Und das ist auch viel mit
Mit Leid, aber auch mit Depression und mit Verzweiflung. Das ist ganz merkwürdig, das ist so eine komische Energie. Ich bekomme immer wieder diese Verzweiflung und Aufbewahrung auch. Es sind aber überwiegend Frauen. Es sind überwiegend Frauen hier oben. Es ist noch etwas, aber da komme ich nicht drauf. Etwas ist noch, da komme ich nicht drauf. Sie sind nicht hier verstorben. Das meine ich mit dem Aufbewahren. Ich meine, man kann immer sagen, man kann es sich schwer vorstellen, aber es ist eher, wie wenn hier Menschen abgestellt wurden. Aber nicht hier verstorben, in dem Raum nicht verstorben. Es ist. Es ist noch jemand hier, der sogar Arzt selber gewesen sein muss. Er zeigt mir Bilder von Menschen, die er behandelt hat. Hier habe ich die Seelen nicht. Ich sehe durch die Tür, dass sie durch die Tür gezogen worden. In diesem Raum ist viel mit Willkür passiert und ich bekomme auch Bilder, dass Menschen ohne Narkose behandelt wurden. Sie wurden festgehalten. Gelächter kommt auch noch. Sehr viel Willkür. Und es war denen, die behandelt haben, egal, ob ein Mensch dabei verstorben ist oder nicht. Sehr viel Leid. Hier ist sehr viel Leid passiert. Da hatten wir einige ganz interessante Ergebnisse. Fangen wir doch mal mit dem EMF-Ausschlag an, das Electromagnetic Field. Also eigentlich dürfte das Gerät dort nicht ausschlagen. Das ist für mich eine klare Antwort. Wir sind skeptisch, ich weiß, aber irgendwann hört die Skepsis auch auf, man muss das einfach akzeptieren. Wir hatten dort im AC-Bereich einen Ausschlag. Das heißt also, wir messen ja mit diesen Treefield- bzw. EMF-Detektoren elektromagnetische Felder. Und im Ausschluss heißt das, wenn ich irgendwo im Raum stark strahlende Geräte habe, Mikrowellentester ist das beste Beispiel, also was man vielleicht so kennt in dem Bereich, da gibt es Ausschlag eben halt, denn dort ist ein Strahlenfeld. Und dort dürfen keine Strahlenfelder sein, weil wir haben keine Heizung, die dort läuft, also kein Heizungswasser, was im Rohr läuft. Wir haben dort keine Wasserleitung, wir haben keine Elektrizität im Haus. Es ist ein totes Haus, es ist nur das Haus da. Es ist keine Hochspannungsleitung draußen, keine Industrie, kein Kraftwerk draußen. Es darf nicht ausschlagen. Und wir hatten eben halt an diesem EMF einen Ausschlag und das fand ich doch sehr gut. Es war kurzzeitig und es war auch schlagartig weg. Es war ein bewegliches Feld. Also das ist wir sagen immer, das ist ein Indiz, das was vorhanden sein könnte. Wir passen immer ein bisschen auf mit den Aussagen, Formulierungen, die wir so machen. Hinzu kommt, dass wir im selben Bereich, in fast derselben Zeitraum, ein Foto gemacht haben, wo ein
Finance Orb eben halt drauf ist. Orb-Bilder ist auch so eine Sache. Die Kamera, die ich benutze, macht keine Orb-Bilder eigentlich. Also das ist mit der Situation des Blitzlichtes am Objektiv hängt das zusammen. Und es ist fast ausgeschlossen, dass sie Orb-Bilder macht. Und diese hat just ein Orb-Bild gemacht. Ein paar Sekunden später war dieser Orb weg. Wir hatten an just dieser selben Stelle ein Geräusch gehört zum Anfang, wie wir hochkamen. Wir guckten uns erstmal an. Wir haben dort einen Klopftest gemacht. Auf dieses Klopfen kamen Reaktionen. Wir haben den Abend gesagt, okay, es sind Wassertropfen, weil es hatte geregnet den Tag vorher und überplätscherte so ein bisschen in dieser halben Ruine eben halt das Wasser runter. Aber es kam so passend, dieses Klopfen und diese Feedback auf dieses Klopfen, also dass man diese drei Sachen mit dem Orb zusammen mit dem Ausschlag schon sagen könnte, da müssen wir nochmal genauer nachgucken, in der Frauenheilstätte oben im ersten Stock im linkeren Flügel unterm Turm. Bei den Kameraaufnahmen in der Chirurgie sind folgende Bilder entstanden. Was hat man davon zu halten, Frank? Ja, es sind spannende Bilder. Also unser Versuchsfeld, wir haben das ausgewertet mit unseren Aufnahmen. Wir hatten ja mit dem Laser gearbeitet, mit dem Licht. Da war einfach nichts zu sehen. Und das, was wir uns erhofft hatten zu sehen, hat im Endeffekt die Hauptkamera, die den Film gedreht hat, den Abend, vom Filmteam selber gedreht. Das heißt, es kann gut sein, dass dort wirklich eine Schattenfigur zu sehen ist, auf diesen Aufnahmen eben halt. Gute Möglichkeit, es sieht wirklich fantastisch aus. Das Medium hatte auch eine ganze Menge zu berichten. Normalerweise arbeitet ihr ja nicht mit medialen Personen, das war also auch für euch ein Novum. Wie beurteilst du denn ihre Wahrnehmung? Also ich stufe sie schon relativ hoch ein, diese Wahrnehmung. Wir haben auch schon mit Medien zusammengearbeitet und es ist ein wichtiger Bestandteil. Es gibt ein ganzes Bild. Es gab früher diese Streitereien, nur die technische Seite oder nur diese mediale Seite, aber nur zusammen geht das, um ein volles Bild zu bekommen. Medium channelt und nicht jedes Channel-Bild ist auch richtig. Das ist wie ein Radio in Empfang eben halt. Man ist mal ein schlechter Sender, gute Sender eben halt. Und vieles kann man da aber auch rausnehmen. Und es ist immer spannend, auch ein Medium dabei zu haben. In dieser Form haben wir es jetzt das erste Mal gemacht eben halt, dass wir unterschiedliche Tage eben halt denselben Ort besucht haben und dort rumgelaufen sind und vielleicht Übereinstimmung finden. Das ist das Spannende eben halt diesmal. Frank, unsere Sendung geht dem Ende zu. Vielen Dank, dass du hier warst. Ob es übersinnliche Phänomene nun wirklich gibt oder nicht, urteilen Sie selbst. Machen Sie es gut, Ihre Melanie Reisert.